Recht herzlich willkommen zur 39. Folge von Simotrans. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier schauen, was war. Achso, die Schrottlinie war es. Genau, die müssen wir machen. Da fährt schon der erste Zug mit Schrott weg oder ohne Schrott auch. Das ist aber einer von der Schrottlinie, ne, oder? Nee, ist es gar nicht. Wo ist denn einer mit der Schrottlinie? Kommt der daher? Kohlelinie? Nein, auch nicht. Wo sind der dann? Einer fährt hier gerade ein. Und das war der mit der Schrottlinie. Gut, dann wollen wir mal gucken. Nee, auch nicht, oder? Herzlinie. Ja, das ist natürlich jetzt krass, dass wir keine Schrottlinie erfinden. Wo sind die denn gerade unterwegs hin? Da. Und der fährt gerade leer durch die Gegend. Das ist schon mal schlecht, ne? So, dann machen wir den mal da hin. Und wahrscheinlich ist hier auch noch einer. Nee, der nicht. Daneben geklickt. Das ist nicht gut. Maschine. Der hier. Kohle. Ja, ist auch erstmal halb so wild. Wir machen mal gerade hier die Schrottlinie auf. Da unten ist er. Und dann müssen wir mal gucken. Also, der fährt von dort. Nach Alexen Chemiewerk. Das ist da. Ja, da muss aber nur durchfahren, ne? Dann fährt er dorthin. Genau. Und dann fährt er zum Chemiewerk und wieder dahin. Okay. So, das bedeutet, der Schrott kommt da aber gar nicht dann richtig an, ne? Wo ist denn er jetzt hier? Da. Weil hier gar kein Schrott liegt. So, und der Schrott, der kommt aber von da hinten weg. Ah, jetzt haben wir Kohlezeche. Passt. So, und wie viel liegt hier am Bahnhof? Da liegt gar nichts. Wie viel brauchen die denn? Das ist die nächste Frage. Schrott. Oh, der ist genug, ne? Und das war das zweite Stahlwerk. Und da ist es mit dem Schrott ähnlich. Die brauchen gerade keinen Schrott. Okay. Ist das denn hier der Schrottzug? Na, immer schön daneben geklickt. Das wird er sein, sonst würde er jetzt das Fenster aufpoppen. Das ist nämlich der. So, und dann kriegt der den Fahrplan. Ne, können wir auch gleich anders machen. Machen wir gleich hier. Das war ja da, ne? Genau, da ist die Umladestation. Linie ändern. Und da braucht er 100%. So. Jetzt müssten hier zwei Züge gleich anhalten, ne? Zwei oder einer, ich weiß nicht. Ist jetzt auch nicht wild. Den mal weg. So, den verfolgen wir mal gerade kurz. Die fahren sich gegenüber und das geht sogar. Interessant. Da sollten wir vielleicht auch noch ein Signal hinstellen, oder? Vielleicht auch zwei, machen wir gerade. Na. Da. Da. Und da. Oder so richtig. So, das ist nicht wichtig. Und da weiter gucken. Hoffentlich haben wir da unten bei dem Bahnhof mit den Signalen jetzt keinen Stau verursacht gleich. Aber das werden wir dann ja sehen. So, was ist das für einer hier? Immer noch Kohle.
Aber wir müssen noch zwei. Wir können ja auch über die Linie gehen, dann sehen wir, wo der zweite rumfährt, ne? So, das ist der zweite. Und der ist wo? Der ist gerade angekommen. Okay. Dann gucken wir jetzt. Der muss ja gleich da rumfahren und dann da auch warten. So, passt. Kann auch schneller laufen lassen, gerade einmal, ne? So. Da ist der Hafen überfüllt. Der ist da. Und jetzt lassen wir den mal schneller fahren, ne? Jetzt fährt der da so. Okay. Ist halt so. Gut, der fährt dann da auch rein. Und die beiden warten dann auf Ladung. So, kommt einer und bringt Ladung? Ich glaube nicht. So. Da ist auch genug Platz drin. Ich glaube, da wollen wir uns keine Gedanken drum machen, ne? Okay, die beiden sind dann erstmal erledigt mit dem Schrott. Die fahren auf jeden Fall keine Miesen mehr rein, ne? So, und jetzt haben wir hier noch 136. Da ist aber was unterwegs. Ist das das? Nee, doch, Schrott. Okay. Der hält ja jetzt hier an und fährt dann wieder zurück, oder wie ist das? Und, was macht der? Der fährt zurück. Linie Schrott. Ach, der fährt nur Schrott durch die Gegend. Das ist gut. Okay, und hier müsste jetzt irgendwo gleich ein Zug sein. Und der hat mich nicht erwischt. Lass mal gucken. Jetzt haben wir ihn aber. Der fährt mal 0 Tonnen Stahl und Schrott durch die Gegend. So. Da ist nur einer drauf und der hat Stahlwerk und Kohlemine das Ziel. Gut, dann müsste der ja da oben gleich Ladung kriegen. Dann machen wir einmal den Fahrplan. Okay, der muss auch 100% laden, dann passt das. Gut. Auf geht's. Ist auch voll. Da muss einer, der muss aber warten gerade. Sieht alles gut aus, oder? Das ist. Liegt hier auch noch was anderes? Oder liegt auch noch was anderes wie Kohle? Eisenerz vielleicht. Was hat der denn da befördert jetzt? Eisenerz. Für Stahlwerk. Okay, ist aber nicht schlimm. Das braucht der halt auch, ne? Der fährt jetzt hier lang, oder? Ja. So. Stahl ist da nur. Und da sind jetzt Schrott ist da auch unterwegs, okay. Das ist die Schrottlinie. Sind da mehrere Züge drauf? Oh ja. Zwei. Aber da ist voll, oder? Okay, das passt aber auch, wenn. Da ist ja genug Platz dann für den zweiten Zug und die Personenzüge fahren ja ganz anders lang. Wie sieht es denn mit den Personenzügen überhaupt aus? 126 ist voll. Da ist das Schweinetaxi, das wird dann auch voll sein. Genau so ist es, das ist super. Ja, der eine kann natürlich jetzt schneller fahren. Wie schnell fährt der denn? 80 und er? Ah, der fährt sogar ein bisschen schneller, dann passt das ja. Gut. Der bringt jetzt Erz hier, ne? Der müsste jetzt hier auf dieser Strecke sein. Da ist er. Gut. Passt. Wunderbar. So. Können wir gerade hier den Bahnhof aufmachen, gerade einmal schneller laufen lassen. Gucken, ob da mal Schrott für wen anders kommt.
Da kommt der Stahlzug, den nehmen wir mit, oder? Ja. Jetzt passiert hier gerade nichts. Da kommen Personenzüge. Und das läuft. Ah, das habe ich das verpasst. Aber die beiden sind jetzt knapp hintereinander, ne? Und das ist das Schweinetaxi, ne? Und das ist der schnellere. Der darf viel schneller, aber jetzt weiß ich nicht, der ist jetzt hier auf dem Gleis. Naja, egal. Machen wir mal schneller. Kommt noch ein Schrottzug. Der bringt Kohle und Erz, hat er gebracht. Von da unten kommt jetzt keiner. Wird jetzt nichts gebraucht, dann stehen die auch, ne? Ja, beide. Wird dann nicht produziert, okay. So, das wollte ich noch sehen, okay. Das bedeutet, hier fehlt uns irgendwie noch ein Bahnsteig, ne? Ah, Quack, das war falsch, das ist richtig. Na, wieder das Fahrzeichen mal erwischt. Bushaltestelle ist da. Die wäre da. Dann wäre die eigentlich da, um das abzudecken, ne? Ja. Ich glaube, wir machen da auch die Straße gerade rein. 3, 4. So. Und dann die Bushaltestelle dahin, um das abzudecken. Passt. So, und dann müssen wir da die Linie ändern. Dahin, und das ist... Vier Städte, Redenburg, touristische Ziele, da. Linie ändern. Redenburg, Rathaus, nach dahin. Da machen wir einfach einfügen. Dahin. Und... hinzufügen, auch nochmal. So, dann passt das. Gut. Gucken wir mal, da steht noch keiner. Der Bus kommt gerade da. 10 Personen fährt. 8000 Miese ein. Alles gut, ne? Und dafür ist die Stadt ja jetzt hier gewachsen, ne? Ah, das Ziel hat er noch nicht gekriegt. Kriegt er erst bei der nächsten Bushaltestelle mitgeteilt. Was ist das hier? Keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich hätte jetzt gesagt, eine Windhose oder was? Naja. So. Der ist schon da, der Bus. Nehmen wir den mal gerade mit, 6 bis 37. Hier steigt keiner ein und keiner aus. Aber das wird schon mit der Zeit. Ah, guck mal da. Jetzt steht der erste schon da. Gut, Stahl, die beiden Züge fahren nicht, passt also. Dann lass uns mal gerade die weiteren Städte begutachten. Und zwar haben wir dann noch hier. Bisschen hier rüber, da ist alles noch in dem Rahmen drinne. Und hier ist das auch so. Dann gehen wir hier hin. Da ist ein Städtchen. Ja. Da ist aber alles abgedeckt, so wie das aussieht, ne? Ja. Ja, die Dingens nicht. Obwohl ich das hier gerade sehe, der Michael hatte mir geschrieben, dass ich da hinten den Apollo-Tempel oder wie der da auch immer heißt, nicht ganz abgedeckt habe, ne? Müssen wir auch noch gucken. Die Hälfte der Passagiere fährt da nämlich jetzt nicht weg. Mal wieder großziehen. Hier war nichts. Die stehen da alle und warten. Warum lese ich das so richtig? Okay. Müssen die hier warten? Beladung? Okay, die warten auf Dingens. Aber da ist so viel frei und
Der wartet auf freier Strecke und nicht da. Wahrscheinlich warten die beiden hier drauf, weil sie nicht dahinterher können, ne? Okay, das ist halt so. Da können wir jetzt auch nichts dran ändern, denke ich. Hier ist abgedeckt. Jetzt müssen wir noch mal das Döbeln hier unten. Ja. Da ist zwar Straße daneben, aber die Städte. Die Stadt ist noch abgedeckt, der Stadt. Die Stadt. Gut. Das ist Straße, sonst ist alles abgedeckt. Gucken wir hier rüber. Da ist auch nur Straße draußen. Und dann haben wir hier noch zwei Städte. Das ist abgedeckt und ich glaube, wenn wir so rüberfahren, dann müssten wir schon nach Walde kommen. Das passt aber auch. Gut. Guck mal da. Passagiere, zwei schon da. Er kommt. Das ist jetzt Riedenburg-Walnussgasse. Aber die wollen woanders hin. Gut. So, da müssen wir gerade mal den Tempel noch angucken. Ja, hier hinten ist noch was, ne? Sechs Felder und da sind nur vier. Das würde bedeuten, wir könnten jetzt mal überlegen. Straße bauen wäre so und das wäre so. Ja, ich würde es dann hierhin machen eigentlich, aber vielleicht dahin. Ja, bauen wir eine Straße darum. So, aber ich könnte das natürlich auch dahin ziehen. Ich baue sie dahin und fertig. Und dann bauen wir die Linie auch nochmal gerade um. Das ist das mit den touristischen Zielen, genau. Apollo-Tempel Kassel. Da. Dann müssen wir da einfügen machen. Den. Dann fährt der. Hallo, in Südostwall. Nach dem Südostwall muss er wieder dahin fahren. Dann passt das schon. Wo ist er? Da ist er. Der hat keine Passagiere dabei. Aber einer wartet da wieder. Der möchte aber zum Rathaus. So, verfolgen wir den mal gerade. Zack. Und steigen wir hier ein oder aus. Dürfte jetzt nichts passieren, ist auch so. Da sind zwei und jetzt müssten ein paar mehr kommen. 12, wunderbar. So, da die zwei noch bei. Aber es sind wohl zwei ausgestiegen. Keiner mehr geworden. Und 14 wollen zum Tempel. Da ist einer eingestiegen zum Tempel. Alle weg. Und 4 dazu auf der Seite und dann nochmal 12, also 8. Ja, macht jetzt hier einen ganz guten Eindruck eigentlich, oder? Na, jetzt keiner. Keiner, 2, 9, okay. Und 10, ja. Okay, ist halt so. Wunderbar. Gut, dann haben wir das auch verbessert. Wenn wir so mal nächstes Mal gucken. Was wir dann machen, da gucken wir uns mal die Liste hier wieder an. Hier können wir gerade einmal reinschauen, wie ist der Monatsbericht. Ja, ganz gut. Immer weiter hier oben, alles prima. Und dann gucken wir uns nächstes Mal die Liste an mit den Verlusten. Ja, steht zwar Gewinne, sind dann aber in Rot. Und dann bessern wir da noch was aus. So, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.